Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall. Ich bin immer noch ein wenig beklemmt wegen der Sache mit Faith und würde nur zu gern wissen, warum und wieso und überhaupt und was wir jetzt eigentlich machen. Was können wir tun? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Bedrohung, die einfach so da ist. Wir haben ja das Dreamnet, aber da können wir ja nicht vorgehen. Wir können ja nichts machen. Und Reza, wir wissen immer noch nicht, ob er lebt oder ob er tot ist. So wie all die anderen, so wie April und... Okay, wir sind wieder zu Hause. Umkehrung. Ja... Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir nach Hause gehen? Einfach nach Hause gehen? Aufgeben? Nein. Wir dürfen noch nicht aufgeben. Nicht jetzt, wo wir schon so viel erreicht haben. Wenn unsere Freunde umsonst gestorben sind, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Zoe, wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen weitermachen. Immer weitermachen. Casablanca. Das Lied trägt auch nicht gerade unbedingt zu einer fröhlichen Stimmung bei. Sollen wir mal gucken, ob Olivia da ist? Lief hat den Laden geschlossen. Nein. Es ist keiner da. Vielleicht ist wenigstens unser Vater mittlerweile zurückgekehrt. Dann hätten wir zumindest jemanden, mit dem wir reden können. Mit dem wir uns aussprechen können. Ich bin wieder daheim. Ich bin daheim. Nach einer langen Reise. Der längsten Reise eigentlich. Eine Reise, die wie ein Traum war. Ich bin wieder da. Dad? Meine Güte, Zoe, du bist nicht gerade leicht zu erreichen. Wo warst du? Zu Hause in Casablanca, in der Gegend, sorry. Ich wusste nicht, dass du dir solche Sorgen gemacht hast. Sorgen? Das ist die Untertreibung des Jahres. Und hör auf zu schwindeln, ich weiß, dass du nicht zu Hause warst. Was meinst du? Natürlich war ich... Nach deinem letzten Anruf habe ich mich zu Hause eingeloggt und mit Wonkers gesprochen. Er sagte, du wärest seit mindestens einer Woche nicht da gewesen. Dad. Ich verstehe nicht, warum du mich angelogen hast. Dad, das ist eine lange Geschichte. Ich musste für eine Weile fort. Sag einfach, wo du warst. Das kann ich nicht übers Telefon. Ich bin jetzt wieder daheim. Frag Wonkers, wenn du willst. Verdammt, check die Kameras, falls du mir nicht glaubst. Ich weiß nicht, was ich nicht glauben soll. War es wegen Reza? Ja, nein. Ich musste ihm helfen, aber das war nicht das Einzige, was... Wir sollten darüber nicht am Telefon sprechen. Wann kommst du zurück? Ich hänge hier noch immer fest, mindestens noch ein paar Tage. Hör mal, es tut mir leid, dass ich dich angeschwindelt habe, aber ich hatte meine Gründe. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Nun, der Schuss ging nach hinten los. Ich weiß, aber du musst dich nicht mehr um mich sorgen. Ich bin zurück und ich bleibe hier. Ich erzähl dir alles, wenn du wieder da bist, okay? Okay, ich versuche die Sache hier zu beschleunigen, aber... Nein, alles ist bestens. Mach dir keine Gedanken.
Komm einfach, wenn du fertig bist. Also schön. Gib auf dich Acht, Zoe. Ich versuche, dich morgen anzurufen. Und halte dich von Ärger fern. Ja. Mach's gut, Dad. Wir sind wieder zu Hause. Und was machen wir jetzt? Schlafen ist gar keine so schlechte Idee, glaube ich. Nach dieser langen Reise. Vor allem auch mit offenen Augen schlafen, das ist erholend. Endlich. Und am besten schlafen. Ohne mal irgendwohin teleportiert zu werden. Ohne in einer neuen Welt aufzuwachen, die man gar nicht kennt. Ohne wirklich Ruhe zu finden, weil man in dieser anderen Welt genauso Probleme hat. Hallo, Zoe. Schön, dich wiederzusehen. Weinst du? Hey, nein. Nein, ich hab nur... Ja, ich weine. Oh, ich verstehe. Warum? Weil ich traurig bin. Wirst du bleiben oder gehst du wieder? Ich bleibe auf jeden Fall, Wonkers. Fein. Das ist schön. Ich mag es, wenn du hier bist. Übrigens... Du hast Besuch, Zoe. Besuch? Ja, sie stellte mir Fragen. Was für Fragen? Die komplizierte Sorte. Die Sorte, die ich nicht beantworten kann. Über dich und deinen Vater. Wo ist sie jetzt? Sie ist draußen. Sie wollte die Aussicht genießen. Ich sagte ihr, sie solle hier auf dich warten, Zoe. Aber sie achtete nicht auf mich. Wir haben Hallo, Besuch. Zoe. Was? Oh. Was tun Sie hier? Wie sind Sie hereingekommen? Ich bin hier, um mit Ihnen zu reden. Sie waren auf einer sehr langen Reise. Ich bin froh, dass Sie es letztlich zurückgeschafft haben. Wie haben Sie... Oh, Sie sind es. Ich bin um die Welt gereist, aber alles führt zu Ihnen zurück. Faith. Sie ist Ihr Experiment, nicht wahr? Jivas Experiment. Das ist sie. Ich meine, sie war es. Aber wir waren es nicht, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Das war die Wartikorp. Das war Pete's. Ich wollte, dass Faith ihr Leben in Frieden bei einer Pflegefamilie verbringen kann. Sie hatte nicht mehr lange und es ging ihr schon schlecht genug. Aber die Wartikorp hatte andere Pläne. Sie brauchten eine passende menschliche Versuchsperson für ihre Droge Morpheus und das Dreamnet. Sie haben Faith fortgebracht. Ich weiß. Sie haben Faith durch die Hölle gejagt. Das habe ich nie gewollt. Hören Sie auf mit der Entschuldigung. Sie war Ihre Schöpfung. Und Sie tragen die Verantwortung. Ja, das ist wahr. Heute ist mir klar, dass es ein Fehler war, sie Ihnen zu überlassen. Aber wir gehören der Wartikorp. Wir haben nichts zu bestimmen. Sie sagen mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Warum sind Sie hier? Haben Sie Leute von Ei dabei? Die Zwillinge? Los! Schlagen Sie ruhig wieder zu. Ich bin zu müde, um mich noch zu wehren. Ich bin hier, weil ich Ihre Hilfe brauche. Meine Hilfe? Was meinen Sie damit? Ich will Wartikorp daran hindern, den Dreamer zu starten. Und ich will die Stasis hindern, sich weiter zu verbreiten. Vielleicht halten Sie mich für grausam und rücksichtslos, aber ich bin nur pragmatisch. Niemand wird etwas davon haben, wenn Warty ihre Pläne vollendet oder die Stasis einen weiteren Kollaps verursacht. Und ich habe auch persönliche Gründe, Pete aufzuhalten. Er hat schon so viel Leid verursacht und er wird unabsehbaren Schaden anrichten, wenn er seine Pläne vollenden kann. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen bei irgendetwas helfen würde? Ich erwarte dich, dass Sie mir helfen. Aber Sie werden Faith helfen, nicht wahr? Sie werden sie nicht noch mehr leiden lassen. Und Sie werden die Wartikorp aufhalten. Selbst wenn sie nicht ihren Freund getötet hätte. Woher wissen Sie das alles? Ich habe Ihnen eine Wanze angeheftet, als ich Sie zum ersten Mal sah, Zoe. Sie sandte mir in regelmäßigen Abständen Daten. Ich habe alles gehört, was Sie sagten,
Ich weiß von allem, was geschah. Ich habe Ihnen geholfen, Ihren Weg zu gehen. Und jetzt werden Sie mir helfen, denn es ist der einzige Weg, Faith zu retten. Die einzige Möglichkeit, Rhysa zu rächen und die Wartikorp aufzuhalten. Das ist alles. Komplizierter ist es nicht. Und wie kann ich Faith helfen? Sie ist doch schon tot, oder etwa nicht? Ja und nein. Ich kann es nicht erklären, aber Sie haben es selbst gesehen, Zoe. Sie ist im Netz, im Dreamnet, in dieser virtuellen Welt. Ob sie es selbst ist, ihre Erinnerung, ihre Seele, ich weiß es nicht. Es ist nicht an mir zu theoretisieren. Fakt ist, dass ein Teil von ihr im Netzwerk ist, im Dreamcore. Und sie leidet. Aber Sie können ihr helfen, Zoe. Wenn ich das tue, höre ich nicht bei Warty oder Pietz auf. Auch Sie müssen sich dann verantworten. Ich bin eine gebrandmarkte Frau. In dem Moment, da mich das Ei findet, bin ich tot. Warty wird mich nicht frei herumlaufen und den Leuten erzählen lassen, was ich weiß. Wenn das keine Verurteilung ist, was dann sonst? Im Moment ist Rache alles, was ich will für das, was mir und meiner Firma angetan wurde. Und wenn es bedeutet, alles zu verlieren, dann soll es so sein. Was wollen Sie also? Was soll ich tun? Sie müssen ins Dreamnet gehen und Faith überzeugen, loszulassen. Wenn das passiert, wird das Netzwerk zusammenbrechen und ein Ghana, das Dreamcore, offline gehen. Faith überreden? Wie soll ich das schaffen? Und warum ich? Weil Sie die Verbindung zu ihr haben. Ich weiß nicht, was es ist. Es scheint, als besäßen Sie einen Teil Ihrer esoterisch-genetischen Qualitäten. Und Faith mag Sie. Übrigens, niemand sonst war jemals in der Lage, Faith in diesem Netzwerk aufzufinden. Ihren Aufenthaltsort, ihre Erinnerung. Ich habe es versucht, aber es ist, als wäre sie gar nicht dort. Sie hingegen haben sie gefunden. Mehrere Male. Sie sucht nach ihnen. Sie braucht sie. Aber um ihr zu helfen, müssen sie zuerst mir helfen. Wie denn? Ich habe einen Dreamer dabei. Sie gehen hinein, sprechen mit Faith und überreden sie, loszulassen. Zu was immer sie geworden ist. Einem Virus, einem Geist in der Maschine. Nur sie selbst kann das stoppen. Wenn sie aber bleibt, wenn sie ihren Einfluss weiter durch das Netz verbreitet, wird es letztlich völlig zusammenbrechen. Wir sprechen von einigen Tagen, vielleicht auch weniger. Falls sie dazu in der Lage ist. Was ist sie überhaupt? Ich weiß es nicht. Wie ich sagte, vielleicht ein Geist in der Maschine. Ihr Körper ist tot, nicht aber ihr Geist. Sie haben sie mit Morpheus vollgepumpt. Sie haben sie mit einer Überdosis getötet. Wer weiß, vielleicht gibt es so etwas wie eine unsterbliche Seele. Und das ist es, was übrig ist von ihr. Sie starb, während sie im Dreamnet war. Während sie einen sehr intensiven Traum träumte. Vielleicht ist sie noch immer darin. Und er ist es, der sich durch das Netz verbreitet. Was auch immer zutrifft, es ist bedeutungslos. Fakt ist, dass Faith dort irgendwo ist, im Dreamnet. Innerhalb ein Ghana und sie muss von dort fort. Was Sie sagen, bedeutet, sie muss sterben. Zoe, sie ist bereits tot. Das ist eine Tatsache. Was von ihr übrig ist, ist nicht glücklich. Sie muss beendet werden, heruntergefahren, wie immer Sie das nennen wollen. Und Sie wollen, dass ich Sie dazu bringe, loszulassen? Zu sterben? Ja, weil es das Richtige ist. Hören Sie, Zoe, wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie müssen sich entscheiden. Entweder Sie tun es, oder ich verschwinde und Sie sehen mich nie wieder. Falls das passiert, wird das Netz zusammenbrechen und eine unbeschreibliche Katastrophe auslösen. Wartikorp könnte den Dreamer weiter verbreiten und Pietz' Pläne könnten Wirklichkeit werden. Wer ist hier wohl das größere Übel? Er oder ich? Ich finde Sie abscheulich. Sie haben eine unschuldige Person als Versuchsobjekt benutzt. Sie haben Faith erschaffen und dann wieder weggeworfen. Und wofür? Um Träume zu erforschen? Trotzdem, ich will nicht, dass die bösen Jungs gewinnen. Ich bin so weit gegangen. Jetzt gehe ich den Weg zu Ende. Jemand hat mir vor nicht allzu langer Zeit vorgeworfen, ich hätte kein Pflichtgefühl. Nun, schließen Sie mich an den Dreamer an. Okay. Ich werde Ihnen eine hochkonzentrierte Dosis Morpheus geben, mehr als Sie früher erhalten haben. Es wird Ihnen nicht schaden, aber es erlaubt Ihnen, Ihre Umgebung zu kontrollieren.
Auf diese Weise wird es Faith nicht möglich sein, sie wieder hinauszuwerfen. Was soll ich ihr sagen? Wie kann ich sie dazu bringen, loszulassen? Ich weiß es nicht. Das müssen Sie selbst herausfinden. Das ist unbekanntes Territorium. Sind Sie bereit? Ja, bin ich. Viel Glück. Oh oh. Und gute Nacht, Zoe. Und jetzt? Können wir Faith überzeugen, zu sterben? Ist das möglich? Zoe! Es fühlt sich dieses Mal anders an. Faith will, dass ich hineinkomme. Okay, das werden wohl unsere letzten Schritte sein. The longest journey. Die jetzt dann wohl auch zu Ende geht. Denn Zoe war auf ihrer längsten Reise. Und das Puppenhaus öffnet sich für uns. Und hier ist die Kleine. Die arme kleine Faith. Die gar nichts dafür kann, was mit ihr gemacht wurde. Und doch irgendwie gestoppt werden muss. Hallo? Hi, du musst Faith sein. Ich bin Zoe. Ich weiß. Was machst du da? Spielen. Verstehe. Und was spielst du? Ein Spiel. Wirklich? Kann ich auch mal? Vielleicht? Okay. Du hast mir geholfen, Faith, nicht wahr? Die Weiße Lady hat mich darum gebeten. Oh. Was hat die Weiße Lady gesagt? Sie sagte, sie habe mit dir gesprochen. Hat sie dir gesagt, dass ich April Ryan finden und retten müsse? Ja. Wie sieht die Weiße Lady aus? Sie ist ganz weiß. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie war gerade hier, kurz vor dir. Oh, wirklich? Ja. Was hat sie gesagt? Sie sagte, alles wäre bestens. Sie sagte, du hättest es gut gemacht und dass du April gerettet hättest. Das hat sie gesagt? Dass ich April rettete? Ja. Du weißt, dass ich nach dir gesucht habe, nicht wahr? Ja. Warum ich? Warum hast du mit mir gesprochen, Faith? Weil du so bist wie ich. Was meinst du genau? Du träumst wie ich. Du meinst, die Dinge wahr zu träumen? Ja, du bist meine Schwester. Ich bin was? Deine Schwester? Ja, du bist meine große Schwester. Du meinst, weil wir auf die gleiche Art träumen? Nein, weil wir Schwestern sind. Ganz real. Faith, langsam. Das ist wichtig. Warum glaubst du, sind wir Schwestern? Ich weiß es einfach. Die Weiße Lady sagt das auch. Wir haben die gleiche Mutter. Wirklich? Faith, entschuldige, aber das ist unmöglich. Meine Mutter starb lange, bevor du geboren wurdest. Oh, nein. Unsere Mutter ist nicht tot und wir sind Schwestern. Das ist nicht möglich. Aber es stimmt. Wirklich, ich lüge nicht. Ich glaube dir, Faith. Okay. Ich glaube dir wirklich. Es ist nur... Weil ich dachte, meine Mutter wäre tot. Erinnerst du dich an deine Mutter? Nein, ich weiß nicht. Darüber möchte ich nicht reden. Lieber über etwas anderes. Faith, warum bist du hier? Ich habe keinen anderen Platz, wo ich hingehen könnte. Du kannst hier nicht bleiben. Du schadest der Welt. Ich weiß. Genau das hat die Weiße Lady auch gesagt. Aber ich weiß nicht, wohin. Und ich habe Angst, Zoe. Ich weiß. Die hätte ich auch. Aber manchmal müssen wir loslassen. Müssen einfach darauf vertrauen, dass die Dinge in Ordnung kommen. Manchmal müssen wir... Faith,
Du solltest hier einfach nicht mehr sein. Du solltest fort sein. Ich sollte tot sein. Nein, nein, das solltest du. Ja. Ja, Faith. Du solltest tot sein. Ich weiß, aber ich will nicht fort. Ich möchte allein sein. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich glaube, dass etwas Besseres auf dich wartet. Ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube daran. Und ich kann dir versprechen, dass ich hier bleibe, solange du es verlangst. Du bleibst bei mir? Das werde ich. Ich möchte nicht, dass du noch länger allein bist. Okay. Und so blieben wir bei ihr und spielten mit der Kleinen. Mit der Kleinen, die unsere Schwester war. Von der gleichen Mutter. Und ich frage mich, ob es vielleicht diese Wissenschaftlerin war, die wir am Anfang, ganz am Anfang mal gerettet hatten. Und April, wir haben April gerettet, sagt die Weiße Lady. Doch wir wissen, die Weiße Lady ist auch tot. Die Zeit läuft rückwärts. Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass sie gemeint hat, April, ging es gut, April, wir hätten April gerettet. Haben wir sie gerettet, indem sie gestorben ist? Ich werde müde, Zoe. Schon gut, mein Schatz. Du kannst dich schlafen legen. Und mir wird auch kalt. Komm her. Ja. Wirst du bei mir bleiben? Solange du willst, Faith. Selbst wenn ich schlafe? Selbst wenn du schläfst. Ich verspreche es. Gute Nacht, Zoe. Gute Nacht, große Schwester. Gute Nacht, kleine Schwester. Leb wohl, Faith. Und sie war fort. Faith war fort und wir waren alleine in der Traumwelt. Zoe war alleine. Aber zumindest haben wir ein Stück der Welt gerettet, in dem der Dreamer jetzt nicht erscheint. Oh nein, nicht der Ekeltyp nochmal. Sam? Sam, bist du das? Du musst mir helfen. Da ist nur Dunkelheit. Sie haben mir Augen und Ohren gestohlen. Sie haben mir die Welt genommen. Es ist nichts übrig. Nichts. Hörst du mich? Bist du da? Ich brauche meine Sinne zurück. Antworte mir. Antworte mir. Meine Haustiere?
Captain? Papa kann euch nicht hören. Und er kann nicht zu euch sprechen. Haustiere. Meine Haustiere. Was tut ihr? Okay, damit wäre der Böse schon mal weg. Aber dadurch haben wir, ja, eine neue böse Frau. Zumindest ist es kein Schleimmonster, komischer Kerl. Es ist ja schon mal ein bisschen was, aber was ist jetzt mit Zoe? Es tut mir leid, Zoe, aber ich kann sie nicht wieder aufwachen lassen. Leben Sie wohl. Sie sind wirklich ein wundervolles Mädchen, Ihrem Vater so ähnlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie wiedersehen würde. Und ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich hab's gewusst. Sie ist die Mutter. Schläft sie? Sie ist. Ich werde hier bleiben und auf sie achten. Sie sollten. Wenn sie aufwacht, möchte sie vielleicht ein Spiel mit mir spielen. Vielleicht. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Ich glaube nicht, dass sie wieder aufwacht. Das war sie also, meine Geschichte. Sie klingt ziemlich unglaublich, ich weiß. Ein Teil davon fühlt sich an, als hätte ich geträumt. Aber alles davon ist wirklich geschehen. Ich helfe Faith, ihren Weg zu finden. Die Stasis ist Vergangenheit. Die Dinge sind wieder zur Normalität zurückgekehrt. Alles sollte mit der Welt in Frieden sein. Es sei denn, das ist es nicht. Nichts davon. Die bösen Kerle sind davongekommen. Der Dreamer könnte noch immer herausgebracht werden. Wenn das geschieht. Ich bin nicht sicher, wie lange ich schon hier bin oder wie lange ich hier noch sein werde. Aber es gibt nichts mehr, was ich jetzt noch tun kann. Meine Geschichte ist erzählt. Die Zukunft liegt nicht mehr in meinen Händen, sondern in deinen. Du musst etwas tun. Du musst meine Geschichte bis zum Ende der Welt erzählen, bis jeder weiß, was hier passiert. Wenn du es nicht tust, ich werde bald fort sein, aber ich habe keine Angst. Wenn der Tod das Ende ist, weiß ich, dass unsere Träume zurückbleiben. Wer auch immer du bist, was auch immer du vorhast, viel Glück. Ich bin sicher, dass du es brauchen wirst. Ich hoffe, meine Geschichte wurde gehört. Ich würde mich ziemlich dumm fühlen, wenn ich herausfände, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Reza? Gott sei Dank. Wie geht es ihr? Sie entgleitet uns. Vorsicht, Dad. Das ist nicht der. Leb wohl. Was meint sie mit, das ist nicht er? Willkommen in der Zeit der Geschichten, Zoe. Hallo. Bin ich tot? Ich weiß nicht. Aber hier zählt das nicht. Hier sind alle Dinge nur. Du bist hier einfach. Tot oder lebendig. Du bist einfach. Verstehst du? Nein,
Aber erzähl nur weiter. Du bist etwas Besonderes, Zoe. Wirklich? Ja, das bist du. Du bist eine Träumerin. Das sagte mir schon einmal jemand. Ist das gut? Ja und nein. Es ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes daran. Wie die Sterne am Himmel oder die Steine auf dem Boden. Es ist, wie es ist. Oh, also, wo sind wir nochmal? In der Zeit der Geschichten. Das ist, wo die Geschichten erzählt werden. Die Geschichten, die den Himmel und die Erde und alles dazwischen erschaffen. Siehst du, Zoe? Das Weltall und alles, was darin und außerhalb davon ist, ähnelt einem unendlich dicken Buch, das unzählige Geschichten enthält. Erstaunlich. Kannst du mir eine dieser Geschichten erzählen? Ich könnte, aber nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Eigentlich bist du hier, um mir eine Geschichte zu erzählen, Zoe. So? Ja, bist du. Ich verstehe. Warum müssen wir so eilig handeln? Weil das Ungeträumte entfesselt wird. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt nicht gut. Womit soll ich beginnen? Am Anfang natürlich, Zoe. Am Anfang? Das könnte aber eine lange Geschichte werden. Das ist schon okay. Also gut. Mein Name ist Zoe Castillo. Und ich glaube, dass ich tot sein müsste, aber ich bin nicht sicher. Der Name meines Vaters ist Gabriel. Und so wird die Geschichte erneut erzählt. Eine Geschichte, die so also nie zu Ende geht, weil wir am Ende der Geschichte wieder hier landen und die Geschichte erneut erzählen müssen. Und schließlich, heute ist der Tag, auf den jeder gewartet hat. Stimmt's, Ryan? Richtig, Diane. Es war für Monate ein streng gehütetes Geheimnis, aber heute enthüllt Vorticorp sein heiß ersehntes neues Produkt. Dreamtime. Die Fans haben schon vor Wochen begonnen, vor den Läden Schlangen zu bilden für das, was einige nun bereits das größte Ereignis seit Beginn der Geschichtsschreibung nennen. Wow. Ryan, ich wette, wenn du nicht hier sein müsstest, würdest du in einer dieser Schlangen dort stehen. Ja, da kannst du wetten, Diane. Vorticorp wird bald enthüllen, worum es sich dreht. Nur eins kann ich schon verraten. Es wird das Gesicht des Entertainment verändern. Für immer. Gerüchte im Netz behaupten, Dreamtime würde den Menschen gestatten, bewusst zu träumen. Kontrollierbare Träume über alles, was man will. Ist da etwas Wahres dran, Ryan? Modernste Technologien, du wirst es lieben. Ja, das wirst du, Diane. Oh nein, das ist doch passiert. Und in Arcadia sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Was haben die nur angestellt? Und das war's auch schon. Das war tatsächlich das Ende von Dreamfall, The Longest Journey. Und es schreit ja geradezu nach der Fortsetzung, die tatsächlich auch vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Und wir haben ja wieder unser Reiselied. Denn es war eine Reise, die wir jetzt hinter uns haben. Eine lange, lange Reise. Die längste Reise, würde ich sogar behaupten. Puh, wir waren jetzt doch relativ schneller durch, als ich gedacht hätte. Und ich bin nicht zufrieden mit dem Ende, denn wie ich auch schon vorher erwähnt habe, wir wissen ja vom letzten Teil, am Ende, da war April gesessen in ihrem Stuhl als alte Oma. Und Krähe ist hier hereingehüpft und er war auch schon ganz alt. Und war das dann alles nur ein Traum? Oder eine andere Realität? Oder was war das? Oder haben wir sie so befreit, was ja die weiße Lady gesagt hat, die jetzt eigentlich auch gestorben ist, vermutlich? Das heißt, dass keiner der Drakekin mehr lebt. Und dass Arcadia vor dem Abgrund steht, da die Asadi irgendwas planen, irgendwas machen möchten. Irgendwas, was Böses. Und Kian ist im Gefängnis und unsere Freiheitskämpfer, Chuan und Brynn, die sind vermutlich auch tot. Also ich bin wirklich richtig heiß auf die Fortsetzung. Richtig, richtig heiß.
Und ich bin froh, dass ich sie auch schon installiert habe. Ja, ich habe sie auch schon einige Zeit hier bei mir rumliegen, aber ich wollte nicht reinschauen. Ich wollte mich wirklich überraschen lassen. Und das, ich bin jetzt richtig heiß drauf. Ja, das war einfach eine wundervolle Reise, vor allem jetzt auch das Ende mit Faith. Was das alles bedeutet und unglaublich, auch berührend. Ich muss gestehen, in der Szene, als Faith gestorben ist, also in der Szene, wo sie mit uns, bei uns gestorben ist, in unserem Schoß, als wir sie gewärmt haben, da musste ich schon schlucken, ja. Wenn nicht sogar eine kleine Träne verdrücken. Ja, also vielen Dank, dass ihr für dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Teil wieder mit dabei. Und wir begeben uns zusammen auf eine neue Reise. Ich werde die Credits hier jetzt noch durchlaufen lassen. Genießt das Lied. Wir haben es nie ganz gehört. Jetzt endlich das Reiselied. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, der Soundtrack ist auch richtig schön. Vor allem auch der Soundtrack von Faith, als sie von uns ging. Ihr könnt ihn auch gerne anhören, den gibt es überall wegen. Und ja, ich noch was. Vielen Dank fürs Zugucken, wirklich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das Ungeträumte ist entfesselt. Tibet, 1933. Alter Freund. Chavez, was tust du hier? Die Zeit ist ein Kreislauf. Es wird hier nicht enden, du wirst gebraucht. Nimm meine Hand, Brian. Die Zukunft erwartet uns. Sollte das Cortez sein?